Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 4, meinem Let's Play auf dem Kanal. Sind wir dann wieder auf live und ja, du weißt es wahrscheinlich noch von der letzten Folge. Ich bin hier böse am Abkacken. Böse am Abkacken. Und ich hab echt nicht das Gefühl, ich brauch einfach was zu schießen. Ich brauch was zu ballern. Nicht irgendwie scheiß Mistdreck. Geht schon wieder fast tot hier. Eigentlich soll die Slow Motion mir helfen. Oh Mann, doch. Ich hocke jetzt die ganze Zeit. Die merken nicht, dass sie mich einfach nur überrennen müssen. Boah. Ach Scheiße. Ich hasse den Bogen. Werden das aber weniger oder kommen die jetzt immer weiter? Das ist ja ein schöner Einstieg. Ah, fuck. Ich hasse diesen fucking Bogen. Ich hasse den Bogen. Habe ich keine andere Waffe? Och Mann, jetzt schießt er in den Boden, ey. Da habe ich mal endlich einen vor der Nase. Und dann schießt er daneben. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oh. Wieder die falsche Seite. Ja.
Ach, Mann, du. Ich glaube, das bringt alles nichts. Ich glaube, man muss hier irgendwie rumrennen. Ey, das ist doch nicht wahr. Bis ich den gesehen habe, trifft er mich und haut ab. Ich meine, dumm ist es ja nicht. Mann, du warst doch mein Freund. Oh Gott sei Dank. War das scheiße. Oh Gott, war das scheiße. Ich kann meine Hände schwitzen, ich bin so. Gott, war das eine ätzende Mission. Ich hasse den Bogen. Das habe ich gerade festgestellt. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Mission beendet. Sabal, ich hab Yuma. Gelobt sei Banashur. Das ist der Wille Kyras. Mohan blickt wohlwollend auf dich herab, Bruder. Und ist stolz auf alles, was du hier erreicht hast. Pagan ist der nächste, AJ. Und dann ist es vollbracht. Wir sind frei. Ja, frei. Das ist doch schick. Wer will nicht frei sein? Schon hier sonst noch so. Das war jetzt ein bisschen seltsam, finde ich. Eine sehr seltsame Mission. Aber haben sie gemeistert. Naja, gemeistert würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind am Leben. Sollte manchmal auch reichen. Oh. Taxi! So, ja, ich habe ein bisschen was aufgedeckt auf der Karte. Ein paar Außenposten und so befreit.
Eigentlich habe ich alle befreit. Die ganzen Türme habe ich befreit. Halt schon so ein bisschen. Auch hier so Propaganda eingesammelt und so. Vielleicht um mir eine Trophäe zu holen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Also hier alles zu machen, so alles fertig zu machen. Aber ich weiß nicht, weil das ist ja, das geht ja nicht auf das Steam-Konto, das geht ja hier auf den Uplay heißt das, glaube ich. Und ja, Uplay interessiert mich jetzt eigentlich nicht so sehr. Fähigkeiten. Stimmt, ich habe irgendwas freigeschaltet. So, das ist hier Wirkungsdauerboost, Karma-Boost, überlegene Kondition. Und das nehmen wir doch gerne. Ich kann auf 4 verzichten von 32. Karma-Boost. Ich könnte hier 10 und hier nochmal 10. Dinger ich kaum benutze. Wer weiß, was für Vorteile die mir gebracht haben. Ich muss die unbedingt mal ausprobieren. Was ist der eigentlich genau? Hier nochmal 10? Arena, Wirkungsdauerboost. Atemkontrolle. Bogen, ja, toll. So, Karte. Der müsste doch jetzt irgendwo, müsste doch, hab ich doch gesehen. Die nächste Mission sein. Für, ah, da! Den goldenen Pfad. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Oh! Ja, ich habe hier, GTA 5 angespielt. Und ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nachdem halt alle so über Watch Dogs geschimpft haben, was ich halt doch ganz gerne gespielt habe. Habe ich jetzt natürlich erwartet, dass GTA 5 jetzt so der Burner ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Auf der Straße bleiben, ne? Also grafisch gesehen, es sieht gut aus. Aber es ist jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja. Oh. Du sollst Wache halten, nicht reden. Das habe ich so noch nie gesehen. Ist bestimmt auch total groß. Von der Fläche, also wenn ich das jetzt mit Watch Dogs vergleiche, Watch Dogs ist ja eher klein gewesen. Aber mal gucken, ich habe es ja erst nur angespielt. Vielleicht entwickelt sich das ja alles noch ein bisschen. Es ist jetzt nicht, ja, ja, ich finde es jetzt aber auch nicht schlecht. Also kann ich jetzt nicht sagen, Fehlkauf oder so. Na mal gucken, wie sich das tut. Oh fuck, komm schon, komm, Alter, dreh dich in die. Oh, was macht der denn da? Das gibt's ja gar nicht. Was zur Hölle war das denn? Ich konnte ihn einfach nicht ins Visier. Das ist ein Hilferuf. Oh. Die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Wie sieht du? Oh, der ist gar nicht so nah. Scheiße. Situation ist kritisch. Bitte melden. Bitte melden. Bitte melden Sie sich. Ja, hallo, hallo. Hier ist, wer bin ich eigentlich? Keine Ahnung. Ich komme. Oh, ich sehe schon wieder, die Folge ist vorbei. Das ist ja ärgerlich. Ja, wie es mir geht hier in dem Stützpunkt, das siehst du dann in der nächsten Folge. Ich werde auf jeden Fall nicht mit dem Bogen schießen, das kann ich schon mal versprechen. Jo, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen da. Abonniere den wunderschönen Kanal, dann hören wir auf live. Ich gehe mal zu.
wenn du nichts verpassen willst. Oder kommentiere. Ich freue mich immer über Kommentare. Und der Dre freut sich über Kommentare. Wir alle freuen uns über Kommentare. Alter, wann komme ich denn mal an? Also, sei nicht schüchtern. Wir sehen uns. Tschüss.